Hallo, willkommen bei Janni spielt. Ich spiele Star Wars The Old Republic und bin ja noch bei meinen Gefährtenmissionen. Mit den Kapiteln war ich fertig. Jetzt mache ich noch hier die Gefährten und Kontakte. Und bin hier auf Narsha da und soll mit Rusk sprechen. Das tue ich mal. Private Mergal, wiederholt Unterabschnitt 8 von Artikel 446 des Notstandsgesetzes. Als ob ich irgendwas davon gelesen hätte. In eurer Einzelzelle werdet ihr reichlich Zeit dafür haben. Dort bleibt ihr, bis ihr jede Verordnung auswendig aufsagen könnt. Ach ja. Bei eurem nächsten Vergehen landet ihr vor dem Erschießungskommando. Verstanden? Okay, schon kapiert. Meldet euch für alles Weitere bei Militärpolizist Decker. Und jetzt raus hier. Bei den Sternen ist es gut, euer Gesicht zu sehen. Entschuldigt den unwürdigen Empfang. Es gibt keine Ketten, die stark genug für dieses Gesindel wären. Es gibt nur wenige Leute, die so ein Kommando freiwillig wählen würden. Aber ich bin stolz, diese Last für das Wohl der Republik zu tragen. Jeder Soldat hier wurde von der Republik für Verbrechen verurteilt, die euch den Magen umdrehen würden. Es ist meine Aufgabe, unter dieser Meute für Ordnung zu sorgen. Aber genug von mir. Was ist mit euch passiert? Ach ja. Gleich zum Kern des Problems. Zumindest das hat sich nicht geändert. Kanzler Mardon hat der Legion der Todgeweihten den Auftrag erteilt, einen Bandenkrieg für unsere Huttenverbündeten zu unterdrücken. Ich kann meine Armee nirgendwo anders einsetzen, solange wir hier nicht aufgeräumt haben. Das würde unsere operative Effizienz deutlich steigern. Je weniger Zeit wir auf Nar Shaddaa verbringen, desto besser. Unser Ziel ist es, Syndikatsmitglieder der Schwarzen Sonne zu finden, die von Coruscant geflohen sind, um sich hier zu etablieren. Ich brauche Informationen über ihre Tätigkeiten. Wir können natürlich die schlimmsten Viertel der Stadt durchkämmen, aber wir haben nur wenige brauchbare Spuren. Informationen aus erster Hand von Mitgliedern der Schwarzen Sonne wären am hilfreichsten. Aber verlässliche Unterweltverbindungen würden unsere Chancen nochmal drastisch verbessern. Wenn sonst nichts hilft, müssen wir womöglich verbotene Waren beschaffen, um ein paar Leute zu schmieren. Das hier wird mir als Operationsbasis dienen, bis unser Auftrag abgeschlossen ist. Bringt alles, was ihr findet, hierher. Ist ja schon ein bisschen komisch, wenn die selbst nichts sagt, finde ich. Also. Er hat immer noch Wir das Zeichen könnten über ein dem Kopf. paar Orte ausfindig machen, an denen die Schwarze Sonne ihren Geschäften nachgeht. Wir werden sie schon bald angreifen. Vielleicht finden wir etwas heraus. Haltet euch weiter an den Plan. Welchen Plan? Ich habe doch noch gar nichts gemacht. Aber der will schon wieder mit mir reden. Wir konnten ein paar Orte ausfindig machen, Okay. an denen die Schwarze Sonne ihren Geschäften nachgeht. Wir werden sie schon bald angreifen. Vielleicht finden wir etwas heraus. Haltet euch weiter an den Plan. Ja, tue ich. Das Symbol geht nicht weg. Na gut, dann gucke ich mal, was ich tun kann. Wo soll ich denn hier? Ich guck mal, ob er mir noch was anderes anzeigt. Nö, außerdem eigentlich nicht. Wo sind denn meine ganzen Symbolleisten hingekommen? Was ist denn hier los? Was ist denn Erfolgsfinder? Alles neu hier. Meine Leisten sind weg. Sekunde. So, ich hab's gefunden. Ich habe einfach mein Dings geladen. Ich weiß nicht, warum das nicht mehr drin war. Weil ich habe doch so schicke Autos. Kann ich doch mal mit dem Auto fahren.
Du willst einem ja übel. Hallo, Böse. Ich bin auf der Durchreise. Hoffentlich auch auf dem richtigen Weg. Ja. Jo, was ist das lange her mit Nashada? Meine Güte. Einmal komplett durch. Dann. Dass ich ja dauernd wieder nachgucken muss, aber. Ich war hier jetzt so schon ewig nicht mehr. Wo soll ich denn hin? Da? Vielleicht. Kann ich wieder aussteigen, bitte? Ah. So. Jo, toll. Ich muss wieder an die Tasten gewöhnen. Ich soll Bandenmitglieder töten. So, probieren wir es doch mal mit dem hier. Das richtig, was ich hier tue? Erreiche Einflussstufe 10 beim Militär. Ach so. Was, ich soll so lange Quests machen, bis. Ach, was weiß ich. Ich mache einfach. Hallo? Toll. Sehe ich auch so. Piu, piu, piu. Ich habe null Ahnung, was ich hier tue. Wo ich denn da rein? Ach, was willst du denn? Ich mag einen guten Kampf. Habe ich bei dem gleichen Angriff hier drin nochmal. Was sammle ich denn hier ein? Irgendwas Gelbes. Gelbes heißt Christ-Dingens. Sekunde. Ach, ist das verwirrend. So, ich gehe mal in die Richtung weiter. Muss ich da oben hin? Ach, ich weiß es nicht. Brauche ich überhaupt keine Ahnung, was ich hier überhaupt soll. Ich keine echte Quest habe. Hallo? Schmugglerware. Die soll ich doch holen, das weiß ich noch. Piu, piu, piu. Ist das eigentlich so riesig hier? Ja. Gehst du mir auf die Nerven, kleine Rote? Also ich sammle ganz dolle Schmuggelware und töte ganz doll die Banditen. Und irgendwann macht es dann bestimmt bling und die Quest ist erledigt, aber ehrlich, ich weiß es nicht.
Problem weniger. Ich schau grad nochmal. Ach so, okay. Ich mache das jetzt so lange, bis ich Sachen abgeben kann bei Rusk und dann steige ich im Hof und ich brauche Hof 10. Hm, gut. Ich gehe mal da hoch. Warum ich jetzt hier andauernd wieder Sachen entdecke. Ist das neu, oder? Ich meine, Nascha, da war ich ja nur schon. Ich dachte, ich hätte hier alles entdeckt. Aber... Kisten Ausschau halten, da vorne ist einer. Problem wegen. Ey. Wie viel ich von dem Zeug wohl brauche? Ich vermute mal stark, dass ich ganz schön viel brauche. Ey, das ist eine Nervensäge. Da ist noch ein Kistchen. Passt denn noch was ins Sach, ja? Noch genug Platz. Ups. Naja, dann laufe ich jetzt hier mal so ein bisschen im Kreis. Ich habe auch mal mit dem Gedanken gespielt, vielleicht doch mal einen imperialen Agenten zu machen. Also neu anzufangen. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Und natürlich nur die Story-Mission. Und nichts anderes. Aber ich weiß nicht, ob das interessant wäre, also für euch jetzt so. Und spielen macht natürlich Spaß, aber... Zugucken? Wieder von vorne? Ich weiß es nicht. Wenn ihr da eine Meinung habt, könnt ihr euch gerne mal äußern. Hör auf meine Dingens zu schießen. Und hör auf mich zu schießen. Loot gibt es ja reichlich. Ich hoffe, das reicht auch. Ein bisschen gucken, dass ich keine Kiste übersehe. Ich mag einen guten Kampf.
Falschen angesprungen. Eigentlich wollte ich den mit dem weißen Sternchen. Da lang oder gehe ich da lang? Na, ist aber auch, glaube ich, wurscht. Mal was scannen, das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich habe nicht vor zu sterben. Dann liegt das ja wohl an dir als Heiler, so mich am Leben zu halten. War hier eine Kiste? Nö, keine Kiste. Er hat Sternchen. Weißes, tolles Supersternchen. Geh ich lieber hier lang. Kiste, da vorne ist noch einer. Ups. Kling, kling. Kiste. Sie sind bald wieder in Ordnung, oder? Bitte sagen Sie ja. Sagen Sie ja. Jetzt sind rein, ne? Das ist rot. Komm ich nicht rein. Damit. Dann nehme ich mal den, bevor er mir in den Rücken fällt. Hey, was ist mit denen los? Sind die denn in der Range? Kiste. Das schon reicht bestimmt nicht, ne?
Ja, ich wollte nicht mit dir reden, sorry. Das war ein Versehen. Dann gleich mal zurückreisen und gucken, für was es getaugt hat. Okay. Wo ging es denn nochmal zurück? Da. Auf jeden Fall da hoch. Sie sind bald wieder in Ordnung, oder? Wir konnten ein paar Orte ausfindig machen, an denen die schwarze Sonne ihren Geschäften nachgeht. Wir werden sie schon bald angreifen. Vielleicht finden wir etwas heraus. Diese Gauner halten anscheinend nicht viel von Datenarchiven, aber ihre Comlog-Bücher sollten sich als hilfreich erweisen. Ich werde das sorgfältig aufteilen. Ich weiß eure Unterstützung wirklich zu schätzen, aber lasst die Soldaten nicht wissen, dass ihr dieses Zeug sammelt. Ich glaube, ich habe noch mehr. Diese Gauner halten anscheinend nicht viel von Datenarchiven. Ja, ja. Aber ihre Comlog-Bücher sollten sich als hilfreich erweisen. Eure Kontakte sind gut. Das wird eine riesige Hilfe sein. Bin ich auf 10. Dank euch habe ich überall auf Nashadar Einheiten, die nur darauf warten, die Stellungen der schwarzen Sonne anzugreifen. Und das Sahnehäubchen? Wir haben erfahren, von wo aus ihr Boss die gesamte Operation leitet. Das ist der Plan. Ich rufe meine stärksten Trupps zusammen, um das Hauptquartier der schwarzen Sonne anzugreifen. Ein Platz ist doch frei, wenn ihr Interesse habt. Das ist ein Zufall. Ihr habt euch redlich verdient. Das dachte ich mir schon. Selbst unter Kriminellen hat die schwarze Sonne den Ruf, extrem brutal zu sein. Wir wissen nicht, wie viele es sind. Aber wir können uns darauf verlassen, dass sie schwer verschanzt und auf Gewalt aus sind. Also so wie beim weißen Schlund. Wir haben schon Schlimmeres durchgestanden. Wir sollten jederzeit loslegen können. Seid ihr bereit? Auf geht's. Versammelt euch, Todgeweihte. Operation Sonnenuntergang beginnt. Ich soll mich mit Rusk und seinem Trupp treffen. Wo treffe ich mich mit Rusk und seinem Trupp? Da unten irgendwo? Versteck der schwarzen Sonne, das klingt gut. Da bin ich. Folgen die mir jetzt? Okay. Jetzt ganz fleißig rumtöten. Alles wieder in Ordnung. Oh, tot. Was machen wir jetzt hier? Wir töten einfach nur? Keinen speziellen Plan? Hätte ja sein können. Ja. Okay. Dann gleich zum Looten und töten gar nicht erst.
Catch. Du bist hässlich. Ach, wen haben wir denn hier? Sind sicher nicht die feigen Hutten, die da an unser Türchen klopfen. Ein kleiner Jedi und ein bisschen Kanonenfutter. Jedi, meinen, sie müssten nur mit den Händen wedeln und der Abschaum zieht Leine. Bis ihr auf einen echten Gegner trefft, der keine Angst vor eurem Leuchtstab hat. Nur weil ihr es geschafft habt, ein paar dieser Trottel an die Leine zu legen, heißt das nicht, dass wir jetzt für euch Männchen machen. Die schwarze Sonne macht bei eurem Pflichtverein nicht mit. Ich hab da durchaus ein Wörtchen mitzureden. Okay. Schmach mal den Müll außenrum. Ja, das war schnell. Ihr meint, der Leuchtstab da tut weh? Versucht mal einem Swoop-Schläger das Genick zu brechen, während seine Kumpels mit einer Ölkanne in euren Eingeweiden rumstochern. Ich kann euch auch mit einer halben Lunge besiegen. Ich muss nur kurz durchatmen. Ihr geht nirgendwo mehr hin. Ich werde den Aufräumteams die Freigabe erteilen. Okay. So habt ihr euch das vorgestellt? Ihr verdrescht mich so lange, bis ihr bekommt, was ihr wollt? So schwach bin ich nicht. Ich kann euch versichern, dass die Todgeweihten keine Schwierigkeiten damit haben werden, den restlichen Abschaum zu erledigen. Es gibt keinen Grund, ihn zur Kooperation zu überreden. Ich glaube kaum, dass ihr den da zur Vernunft bringt. Aber ich gebe euch eine Minute. Wer sich die Farben der schwarzen Sonne verdient hat, gibt nicht auf. So wie ich auch nicht. Ach, also gut. Das war schnell. Ihr habt mich so unter Druck zu setzen. Wenn mir gefällt, was ich sehe, knipse ich euch vielleicht doch nicht aus. Ich lasse ihn hier erst raus, wenn er seinen Leuten den Befehl gegeben hat, zusammenzupacken. Hört mal her, ihr Halsabschneider. Wir haben diesen feigen Hutten jetzt lange genug gezeigt, wo der Hammer hängt. Ich habe eine bessere Idee, wo wir uns ein Revier schnappen können. Packt alles zusammen und besorgt uns ein paar Schiffe. Wir ziehen los, sobald ich hier ein paar Angelegenheiten erledigt habe. So, zufrieden, Blaumann? Eins stelle ich gleich mal klar. Wenn ihr irgendwelche Tricks versucht, seid ihr für das Massaker verantwortlich. Also Massaker klingt schon mal ganz nach meinem Geschmack. Ja, ja, die bekommen schon ihr Fett weg. Sagt mir einfach, wo ich mit meinen Leuten hin soll. Und jetzt verschwindet hier. Ich muss packen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil es ist ja eigentlich alles schon erledigt. Das mache ich jetzt ein bisschen spät, aber... Wenigstens das habt ihr verdient. Ich muss meinen Bericht an das Kommando schicken. Wir sollten zum Hauptquartier zurückkehren. Da ist noch Loot. Wo ist mein Begleiter hingekommen? Begleiter, bist du? Nervensäge. Achso. Ob ich die da jetzt finde? Einfach. Was immer Sie wünschen, Herren. Wo soll ich hin? Da vorne so? Kann ich nicht. Okay. Lauf ich eben. Mir doch egal. Ich bin wieder da. Ich sollte es wohl mittlerweile gewohnt sein, dass ihr das Unmögliche vollbringt. Meine Hoffnung, dass diese Mission friedlich enden würde, war gering. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir das Unvermeidliche nur hinauszögern. Das ist der Sinn dieser Legion. Nur, dass wir dabei kontrolliert und strukturiert vorgehen. Diesen Abschaum sich selbst zu überlassen, setzt die Sicherheit vieler aufs Spiel.
Aber das spielt jetzt alles keine Rolle mehr. Ihr habt eure Entscheidung getroffen. Yep. Ich muss noch einiges erledigen, bevor ich die Legion von Nar Shaddaa abziehen kann. Aber ihr werdet schon bald von mir hören. Okay. Es ist schön, euch zurückzuhaben, Jedi. Bye bye. Ich habe kein Kommando-Versteck. Weiß nicht mehr, was das ist. Oh mei. Soll Admiral Aigo auf Odessen. Admiral Aigo. Hab ich den hier? Aigo. Gucken, ob das klappt. Ja, tatsächlich. Yay. Sehr schön. Ah, Commander. Ich habe mich gerade über euren neuesten Rekruten Rask informiert. Gut, dass ihr ihn zu uns gebracht habt. Seinen Akten zufolge ist er ein brillanter Soldat. Stets der erste Freiwillige bei unmöglichen Missionen und schafft es immer irgendwie, die Aufgabe zu bewältigen. Er hat durchaus schon Erfahrungen an vorderster Front und hat manchmal selbst hinter feindlichen Linien gekämpft. Die Opferzahlen seiner Einheiten waren durchweg hoch. Schön, dass du das jetzt nochmal zusammengefasst hast. Ich sollte jetzt aber wieder weitermachen, Commander. Ihr habt jedenfalls gute Arbeit geleistet. Danke, danke. Das war das. Habe ich noch zwei übrig? Ist das oder das? Ich habe keine Ahnung. Das wird heute eh nicht mehr passieren. Ich reiß da nur schon mal hin. Okay. Genau da, wo ich eben auch war. Na, da ist er ja. Sowas, aber das mache ich erst beim nächsten Mal. Ich stelle mich jetzt schon mal hier so hin. Bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ciao.